Herzlich willkommen zur heutigen chaotischen Viertelstunde über Ist Clustering auf großen Datensätzen sinnvoll möglich? Um die Fragestellung etwas zu präzisieren, man stelle sich vor, wir haben irgendwie so eine Milliarde oder eine Billion oder mehr Datenpunkte in die Dimension, was auch immer das sein mögen. Und wir wollen das übliche Clustering machen. Also wir wollen irgendwie sagen können, welche Objekte sich ähnlich sind. Und wir wollen hinterher die Gruppen nutzen können, um wieder neue Punkte einzuclustern. Wie viele von euch kennen sich schon irgendwie mit Clustering aus? 2,5? Okay. Okay, dann ist es gut, dass ich mit den Algorithmen der Reihe nach anfange. So, Clustering können wir im Wesentlichen in 3 Gruppen einteilen von verschiedenen Verfahren. Zum einen welche, die partitionierend arbeiten, welche, die hierarchisch arbeiten und welche, die anhand von der Dichte arbeiten. Bei den partitionierenden Verfahren gibt es ganz klassische Algorithmen wie zum Beispiel K-Means. Wer hat davon schon mal was gehört? Okay, schon mal ein paar mehr. Okay, also, für diejenigen, die davon noch nichts gehört haben. K-Means ist die Idee mit, naja, wir haben irgendwie sowas, was den Mittelpunkt darstellen soll von meinem Cluster. Und ich nehme jetzt alle meine Punkte und weise die diesem Mittelwert zu, der ihnen am nächsten ist. Und aktualisiere dann den Mittelwert und dann aktualisiere ich wieder die Zuordnung und wieder den Mittelwert und so weiter, bis ich irgendwie konvergiert bin. Und, genau, eine Sache müsste ich noch vorab sagen. Zurück. Da wir auf großen Datensätzen arbeiten, wollen wir möglichst schauen, dass wir Algorithmen haben, die subquadratisch sind. Also quadratische Laufzeit und höher wollen wir vermeiden, genauso wie wir mehr als irgendwie quadratische Arbeitsspeicher vermeiden wollen. Okay, jetzt zu unserem K-Means. K-Means braucht im Wesentlichen Zeit, linear zu der Anzahl meiner Punkte und Anzahl meiner Cluster und braucht irgendwie Speicher linear zu der Anzahl meiner Cluster. Und so ähnlich wie mein K-Means ist der Expectation Maximation Algorithmus. Das ist im Prinzip ein K-Means, der nicht den nächsten immer nimmt, sondern naja, den, der nach Anwendung eines Gauss den höchsten Wert hat. Und der ist im Wesentlichen auch wieder zeitmäßig linear in meiner Datenmenge und irgendwie linear in der Anzahl meiner Cluster, die ich haben will. Und den Affinity Propagation Algorithmus, auf den ich hier nicht weiter eingehe, den kann man sich als Wahlsystem vorstellen. Also jeder Cluster darf für einen anderen voten und naja, der die meisten Stimmen hat, da werden dann welche vereinigt. Der ist ganz böse. Der ist quadratisch in Zeit und quadratisch in Speicher. Und den wollen wir gar nicht weiter berücksichtigen, irgendwie später. Aber soweit, K-Means und EM sind ganz gut. Die beiden haben aber einen existenziellen Nachteil. Sie können nicht mit konkaven Clustern umgehen. Also sie können nur mit irgendwelchen Clustern umgehen, die konvex sind, beziehungsweise irgendwie sphärisch. Und mit Ausreißern haben sie sowieso ihre Probleme. Aber dazu später mehr. Die zweite Art von Clustering-Kategorie ist die hierarchisches Clustering. Da gehe ich im Wesentlichen hin, sage, jeder Punkt ist ein Cluster, ich vereinige jeweils die zwei nächsten Cluster
und mache das so lange, bis ich halt nur noch einen Cluster habe. Und dann bekomme ich hier so ein wunderbares Diagramm, in welchen Distanzen welche Punkte vereinigt wurden, kann sagen, ja gut, das Ding da links ist ein Cluster und dann ist das da rechts irgendwie so ein Cluster, das könnten eventuell hier nochmal zwei Subcluster sein. Und naja, was das Hierarchische kann, was unser K-Means und so weiter noch nicht konnte, ist irgendwie sagen, ja, ich habe innerhalb von einem Cluster nochmal eine dickere Region, die ich sozusagen als besonderen Cluster auszeichnen möchte. Das Ganze, dafür zahle ich halt sehr stark mit Laufzeit, n hoch 3, also Anzahl meiner Punkte hoch 3 und n Quadrat Speicher. Und na jetzt, das war irgendwie die Variante mit, ich baue mich von unten hoch, und das Diana ist die im Prinzip umgekehrte Variante mit, ich hab alle meine Punkte in einem Cluster und ich versuche meinen Cluster so aufzuteilen, dass ich möglichst zwei unterschiedliche Cluster bekomme. Und naja, da muss ich halt irgendwie zwischen 2 hoch n möglichen Splits den richtigen auswählen. Das, sagen wir, ist einfach mal suboptimal, um dafür eine Lösung zu finden. Das Ding hat eine Laufzeit von 2 hoch n. Das Ding hat eine Laufzeit von n mal 2 hoch n. Das tut weh. Das tut weh, ja. Deshalb, das n mal fällt gar nicht mehr weiter fällt gar nicht mehr weiter auf. Und dann haben wir noch andere Verfahren, die auf Dichte basieren. Also wo ich hingehe und zum Beispiel mit so einem Kernel über meine Fläche laufe und sage, hey, hier ist eine Region, wo Punkte näher zusammen sind, die gehören wahrscheinlich zusammen. Und diese dichtebasierenden Verfahren, die können auch Dinge, die zum Beispiel unser K-Means nicht konnte. Also die können auch Regionen vereinigen, die eventuell nur über einen Punkt irgendwie zusammenhängend sind. Und sie können natürlich auch konkave Regionen und sphärische Regionen und torusartige Regionen und so weiter finden und zusammenbringen. Und bis jetzt haben die auch eine ganz gute Laufzeit. So, wenn man die Algorithmen, die hier auf der Seite stehen, sehr primitiv implementiert, kommt man auf eine Laufzeit von irgendwie n Quadrat. Und wie wir später sehen werden, wenn man geeignete Raumindizierungsstrukturen nutzt, auf n log n. Und ich brauche natürlich immer Speicherlinear irgendwie zu der Größe meiner Punkte. Das sei auf großen Datenmengen auch nicht zu vernachlässigen, aber O von n ist okay. Und was diese dichtebasierten Clustering-Verfahren auch ganz gut können, ist Ausreißer markieren. Weil, naja, wir wissen, da wo Punkte irgendwie dichter sind, das wird wahrscheinlich ein Cluster sein, wir haben dann eine Möglichkeit zu sagen, ja, ab hier wird es dann schwammig, das schneide ich ab, das gehört dann nicht mehr dazu. Und insbesondere bei Optics hat man hier so einen schönen Graphen von, ich glaube, ich mache das lieber mit der Maus, steht man nicht weg, Beamer, haben wir hier so einen ganz schönen Graphen von der Distanz zwischen den jeweiligen Punkten, und da sehen wir, wenn ich die entsprechende Region einfärbe, was irgendwie welcher Cluster ist, sieht man ganz gut. Was Rauschen ist, sieht man ganz gut. Und wenn ich Optik so baue, dass ich einfach ab einer gewissen Höhe abschneide und sage, alles was da unten drunter ist, ist ein Cluster und alles was oben drüber ist, ist irgendwie Rauschen, dann bekomme ich DB-Scan. Und wenn ich bei Optik hingehe und sage, ja, wenn die Änderungsrate größer ist als Epsilon, dann bin ich in einem Cluster, und auf die Weise kann ich auch eine Art hierarchisches Clustering bauen. Unter der Voraussetzung, dass die Cluster hinreichend unterschiedlich dicht sind. So, ich hatte bereits schon mal erwähnt, für die verschiedenen Algorithmen brauchen wir oder wollen wir verschiedene Optimierungen machen, weil die meisten, die ich bis jetzt irgendwie aufgezählt habe, sind halt irgendwie
naja, nicht so optimal, wie wir das gerne hätten. Sie sind zwar, also einige sind zwar schon mal subquadratisch, aber man kann da noch was verbessern. Und eine Option, die wir haben, sind räumliche Indizierungsstrukturen, zum Beispiel sowas wie R-Trees, wer davon schon mal gehört hat. Die andere Option ist, naja, ich kann Repräsentanten auswählen aus meinem Datensatz und sagen, ja gut, ich nehme an, dass die hinreichend gut verteilt sind und sage dann, die passen dann so mit ein bisschen Fehler. Und die dritte Variante ist Kompression in Meta-Features. So, zu den Beschleunigungsstrukturen. Also typischerweise verwendet man für diese Beschleunigungsstrukturen entweder das eine oder das andere, was ich hier aufgezählt habe. Das eine ist Minimum Bounding Reticles, wo ich sage, ja, okay, ich habe hier so ein paar Punkte, ich mache mal um die eine Box drum und teile meinen Raum dann irgendwie in so ein paar Boxen auf. Und das Ganze halt ohne eine Hierarchie. Und dann kann ich halt sofort sagen, ja gut, die Gruppe brauche ich nicht, die Gruppe brauche ich nicht, weil diese Gruppe ist auf jeden Fall näher dran und kann dann halt ganz schnell 20-30% von meinem Raum loswerden. Das ist Nummer eins. Die andere Variante sind R-Trees. Das ist im Prinzip die hierarchische Variante von dem Minimum Bounding Reticle. Und da baue ich mir halt wirklich so eine, ja, einen Baum von so Minimum Bounding Reticles und kann dann halt mit ein paar Abfragen durch diesen Baum halt irgendwie 90% von meinem Raum loswerden und muss halt nur irgendwie dann 10% meiner Punkte irgendwie beachten. Insbesondere in höherdimensionalen Problemen hilft mir das sehr stark, meine Punkte zu reduzieren. Und naja, was ich hier mit Rechtecken machen kann, kann ich auch mit Sphären machen. Also die gibt es auch, die B-Trees, Ball-Trees. Nummer zwei meiner Optimierungen ist, ich kann hingehen und Repräsentanten wählen. Also ich kann hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier 50 Petabyte an Daten. Ich gehe einfach hin und sage, ich nehme mir mal 1 Milliarde Punkte, weil die kriege ich in meinen Arbeitsspeicher und clustere dann diese Repräsentanten und dann nehme ich alle meine Punkte, die ich insgesamt habe und schaue mir an, welcher meiner Repräsentanten ist denn am nächsten und übernehme einfach den Clusterwert von diesem Repräsentanten. Und das ist im Wesentlichen die Kerneigenschaft von dem Algorithmus Cure, den ich hier nicht erwähnt habe. Aber das ist die Kerneigenschaft von dem Algorithmus Cure. Und das letzte, Kompression ist, naja, ich schaue mir irgendwie so Meta-Features über meinen Datensatz an. Also zum Beispiel sowas wie die Summe aller meine Werte und die Summe aller meiner Quadrat von meinen Werten und irgendwie alles, was ich daraus an statistischen Maßen ableiten kann. Und baue mir dann einen Baum aus diesen Cluster-Features und habe da so Bedingungen drin, wie zum Beispiel, ja, wenn ich das irgendwo in diesen Baum einfüge, dann darf ich den Mittelwert von diesem Baum nicht weiter als so und so verschieben oder dann darf dieser Punkt nicht irgendwie außerhalb von dieser Range von diesem Mittelwert sein und diese Bedingungen kann ich natürlich alle irgendwie ausprogrammieren. Alle meine, oder so viele Punkte wie gehen, in diesen Baum einsortieren und dann kann ich auf diesem Baum jedes beliebige Clusterverfahren, was ich habe, ausführen. Der Originalalgorithmus, den ich hier beschreibe, Birch, schlägt vor, ein hierarchisches Clustering zu machen auf diesem Baum und arbeitet dann, naja, halt mit einem sehr viel kleineren Datensatz. Der Algorithmus ist immer noch n hoch 3, aber mein n ist halt sehr, sehr, sehr viel geringer. Deshalb funktioniert das hier in dem Fall. Okay, das war's von mir. Wen habe ich noch nicht abgehängt?
Okay, Fragen. Chatty? Du hast ja gesagt, die Dinger sind, das Dings, was du hattest, ist Memory geht mit N. Nein, das geringste, was ich hatte, war bei K-Means. Memory geht linear in der Anzahl meiner Cluster. Okay. Also ich brauche halt irgendwie einen d-dimensionalen Vektor pro Mittelwert, den ich beim K-Means habe. Aber ja, bei den dichtebasierten Verfahren brauche ich halt irgendwie ein so ein Float oder so pro Datenpunkt, um halt irgendwie die Distanz zu speichern. Gibt's Strategien? Ich meine, das macht intuitiv erstmal Sinn, weil ich sozusagen, um das zu tun, muss ich den Datensatz in Memory haben. Gibt es Strategien, um da irgendwie unter N zu kommen? Nicht ohne irgendwie Repräsentanten zu samplen. Also ohne Sampling kriegst du die nicht kleiner. Jedenfalls nicht bei DBScan und Optics. Es gibt, glaube ich, Algorithmen, die versuchen, diese Berg- und Tal-Variante hier irgendwie implizit zu machen, indem sie sich immer nur den niedrigsten und den höchsten speichern. Aber da musst du halt irgendwie besonderes Wissen über die Punkte haben, die da irgendwie zwischendrin liegen. Ja, also für die Rechenzeit macht das auf jeden Fall Sinn. Die Frage ist, wie weit verfälschst du damit dein Ergebnis? Naja, die Idee ist ja, dass du die Hauptkomponenten schon so wählst, dass du halt, sagen wir mal, also es kommt natürlich darauf an, wenn du bist ja bei der Principal Component Analysis einen starken Abfall, sodass du mit wenigen Dimensionen möglichst viel Variabilität erklären kannst. Genau. Und wenn du Daten hast, bei denen das möglich ist, dann können sie schon lohnen. Genau, wenn du die Möglichkeit hast, die Dimension zu reduzieren, dann hilft das auch was. Also du reduzierst halt die insgesamte Menge an Speicher, die du verbrauchst, um halt die Dimension, die du loswirst. Aber zumindest an der Komplexität ändert sich nichts. Und bei der Komplexitätsanalyse geht es ja immer darum, was würde passieren, wenn wir wirklich große Datenmengen haben. Also wenn ich jetzt eine Milliarde Datensätze habe, die ja noch irgendwie in meinen Arbeitsspeicher reinpassen, dann hilft mir zum Beispiel die Hauptkomponentenanalyse, dass ich jetzt nicht eine Milliarde Datensätze reinbekomme, sondern vielleicht 10. Aber wenn ich jetzt halt noch größeren Datensatz habe, zum Beispiel ich bin Google und habe halt mal so ein Petabyte Daten rumliegen, dann kriege ich die halt mit Hauptkomponentenanalyse oder nicht halt nicht mehr in meinen Arbeitsspeicher. Geschweige denn irgendwie in n Quadrat irgendwie sinnvoll durchgerechnet. Also ja, es hilft, damit mehr in meinen Arbeitsspeicher passt, aber für die Komplexität im Allgemeinen eher nicht. Außer bei K-Means, weil die sind dimensionsabhängig. Sonst noch Fragen? Nochmal Chatty. Gibt es da so ein Python-Package für diesen Kram? Ja, gibt es. Es gibt sehr viel davon in SciPy. Sehr schön. Und in Scikit-Learn gibt es auch nochmal. Und für R gibt es die ganzen Algorithmen, die ich hier erwähnt habe, inklusive diesem Repräsentanten-Sampling alias Cure und Compression alias Birch auch. Und für die Programmiersprache Julia gibt es die meisten davon auch. Wer mit C oder Fortran arbeitet, glaube ich, muss das selber implementieren. Da kenne ich keine großen Pakete, die sowas bringen. Vielleicht eine numerical recipe, müssen wir mal gucken. Maybe.
Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, wünsche ich noch einen angenehmen Chaos-Treff.